Hallo Freunde, heute widmen wir uns mal nicht Oscar, sondern im Hintergrund steht Walter von den Vans of Lübeck bzw. von Malte und Gesa und die haben ein Problem und zwar springt der Bus einfach nicht mehr an. Ich habe zu den beiden gesagt, die sollen mal den Zündanlassschalter austauschen, weil das relativ günstig ist und weil ich es einfach auch schon gemacht habe. Das Video verlinke ich euch gerne auch oben nochmal, könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Und das hat das Problem aber nicht behoben. Das heißt, ich bin einmal hierher gefahren, guck mir das Problem mal an. Und wir haben schon festgestellt, woran es liegen könnte, beziehungsweise sehr wahrscheinlich dran liegt. Und zwar habe ich mit dem Hammer gegen den Anlasser, beziehungsweise gegen den Magnetschalter des Anlassers gehauen. Und dann löst er sich wieder und dann kann man eben den Bus starten. Das funktionierte jetzt auch alles hervorragend. Glücklicherweise ging es so schnell. Jetzt tauschen wir den Magnetschalter aus und gucken dann mal, ob alles wieder einwandfrei funktioniert. Also viel Spaß. Eine ganze Woche später und eine wahnsinnig ätzende Schraube am Anlasser später ist der junge Mann wieder bei mir jetzt zu Besuch, weil der Bus läuft hier an sich. Nur wollen wir den Magnetschalter ja austauschen, aber das wird auch nicht mehr so sein, weil wir werden den ganzen Anlasser jetzt austauschen, weil wir keinen Bock haben, diese Schrauben nochmal zu lösen. Wir haben natürlich neue gekauft und ich zeige euch nochmal, wo die genau am Anlasser sitzen. So, genau hier vorne raus seht ihr den Anlasser. Da ist eine Schraube, da ist die andere Schraube. Das war die Schraube, die wir vergewaltigt haben und die wir nicht rausbekommen haben. Und die Schraube findet ihr vom Motorraum oben. So, ganz wichtig für die Arbeiten am Anlasser, klemmt unbedingt den Pluspol von der Batterie ab, weil ihr habt keine Sicherung zwischen dem Pluspol und dem Anlasser. Und deswegen ist das ziemlich gefährlich, falls ihr das einfach so macht. Ja genau, das musst du so ein bisschen wegdrücken irgendwie. Das ist das gute Ding jetzt. Hier sitzt der Magnetschalter, da habe ich mit dem Hammer auch drauf gehauen. Also falls euer Auto mal gar nichts mehr sagen sollte, haut ihr hier mal einmal ganz leicht mit dem Hammer drauf. Dann sollte sich der lösen und dann könnt ihr auf jeden Fall das Auto wieder starten. Aber wir tauschen den jetzt komplett aus. Und so sieht das neue Ding aus. Ab damit rein. Jetzt. Ja, Freunde, ich habe irgendwie voll vergessen, ein Outro zu drehen. Aber ihr habt gesehen, es hat alles wunderbar funktioniert, bis auf die eine Schraube, die wir nicht gelöst bekommen haben. Ich hoffe, ihr konntet von dem Video ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht hattet ihr auch mal so ein Problem oder habt so ein Problem oder werdet so ein Problem vielleicht mal haben. Und ich hoffe, das konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann gebt doch gerne dafür einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also, haut rein!